Die Konferenz zur Zukunft Europas 2022. Hier in Brüssel wurde mit über 500 Teilnehmern aus ganz Europa eifrig über die Zukunft der Europäischen Union diskutiert. I think we all greatly benefited from this experience. We would like to continue the cooperation with you. Zusammenhalt und Zusammenarbeit in Europa, vermutlich war das noch nie wichtiger als in diesen Tagen des Krieges in der Ukraine. Die Konferenz fand in einer schwierigen Zeit statt. Eine Pandemie neigte sich ihrem Ende zu und ein Krieg in der Ukraine begann. When it comes to the future of Europe, no effort is too much. Das Parlament hat es geschafft, dass wir uns in einem einjährigen Prozess über die Zukunft Europas Gedanken gemacht haben. Wie müssen wir uns selbst reformieren? Was werden die entscheidenden Themen sein, die wir gemeinsam als Europäerinnen und Europäer in der Zukunft angehen müssen? Bereits 2017 hatte die Europäische Kommission unter ihrem damaligen Präsidenten Jean-Claude Juncker Pläne für eine Neugestaltung der EU vorgelegt.